Far Cry 5. Hä? Habe ich uns jetzt eingeschlossen? Ich hab doch nichts immer noch aufgemacht. Guck ich mal an, wie detailreich das hier ist. Du, warte mal kurz, ist das irgendwie besser zu lesen, wenn da oben ist? Hallo? Was ist eigentlich, wenn ich es zumache und einfach schon rausspringe? Do not lower flaps above 195 mph. Okay. Also, wir... direkt ein Dokument gefunden. What the fuck? Nach Lehrbuch. Mom, Mona vertraut auf mich, dass ich auf sie aufpasse. Ihr Dad ist wirklich der Sekte beigetreten. Sie fühlt sich nicht mehr sicher und wir wollen auch euch nicht in Gefahr bringen. Wir hauen ab. Ich wollte mir Garrett's Truck ausleihen, aber am Silver Lake wimmelt es nur so von Peggys. Wir haben im Wald einen festgefahrenen Ernte-Truck der Sekte gefunden. Da drin wird uns keiner vermuten. Wir bleiben da über Nacht. Der ist vollgepackt mit Essen und erbeuteten Vorräten. Wer weiß, vielleicht ist da auch Zeug von uns dabei. Ich melde mich, wenn wir nicht mehr von ihren umgeben sind. Okay, Jack! Wo ist unser... Warte mal, wo ist unser Helferich? Da ist er doch. Hallo? Brä? Hä? Kann ich ihn jetzt trotzdem noch anrufen irgendwie? Ja, das ist schon... Komme! Achso, ich habe jetzt gerufen. Ach, cool. Man kann die Leute also einfach rufen und dann kommen sie angedackelt. Da ist er. Sehr gut, Andrew, komm mal. Guck mal, den. Wir haben als... wie er dribbelt. Wir haben als nächste Aufgabe ja noch... Achso, wir können eigentlich direkt runter, ne? Der Nebel ist aufgehoben, haben wir gesagt. Aber hier gibt es noch was zu holen auf unserer Insel eigentlich. Und zwar... Wir müssen, glaube ich, noch so weiter raus. So. Nee, doch nicht. Wir haben alles geschafft. Hier ist alles erledigt auf dieser kleinen Insel. Jetzt können wir auch Schnellreisen antreten. Das heißt, wir können einfach hier rausgehen, also beziehungsweise von der Insel runtergehen, von dieser kleinen. Und bei der großen an den Start gehen. Oh, gee. Alles klar mit dir, Bray? Irgendwie nicht. Ich glaube, best down. Oh, ultra zerschossen. Es gibt nichts zum Aufheben, was? Ich wünschte, man könnte das hier friedlich beenden. Geht aber nicht danach aus. Ja gut, Andrew, aber wir sind ja auch nicht danach aus, oder? Wenn du uns mal anschaust, wir sind da ziemliche Kriegsherren. Wow. Andrew, da fährt irgendwas. Dude, was ist das? Warum ist das so? Gefangentransporter. Halt, stopp, jetzt rede ich. Wird gefahren. Getroffen. Hinten. Oh oh. Sind die jetzt gut oder böse oder... Die fahren hier scheinbar Patrouille. Oh. Ah, da gibt's Skunks. So Stinktiere. Okay. Und auch Quads, mit denen wir fahren können. Oder sind das die sich gerade bewegen? Nee, das sind... Ja, doch. Das sind Stehende, ne? Okay. Da steht's auch schon. Vorsicht, hier stinkt's nach Kacke. Das sind aber normale Leute, ne, die hier wohnen. Okay. Voll die belebte Straße. Und hier, so. Naja, mach das mal. Lass uns mal ganz kurz da hochgehen und so einen Quad nehmen, dass wir ein bisschen schneller rumfahren können. Da ist auch irgendwas. Was ist das? Sektenverfolgung. Zack. Wow! Haben wir den getroffen? Okay, ich glaube, dafür ist der Bogen nicht optimal. Wir haben leider die anderen Plätze noch nicht freigeschaltet für dickere Wummen. Wir können nur eine große... Was? Auf dem Weg? Komm mit. Raffaello. Kannst du auch hier einsteigen, draufsteigen? Schaffst du das? Ja, cool. Dann fahr mal los. Fahrhilfe? Es gibt eine Fahrhilfe, what the fuck, ey? Die kann man auch mit Dosen werfen. Wie so ein typischer Hillbilly. Ich will kurz diesen Skunks fahren. Hey, Bree! Lass die Leute in Ruhe! Schnell ein paar Kröten zu verdienen. Ja. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Felle zahlen. Okay. Hier ist echt ultra viel los, ne? Das? Deputy, du bist jetzt im Henbane-Gebiet. Du darfst deinen Sinnen nicht trauen. Und auf gar keinen Fall darfst du auch nur ein Wort von Faith glauben. Und halte dich von diesen weißen Blumen fern. Sie wirken harmlos, aber die stellen irgendwas in deinem Gehirn an. Wenn du mir nicht glaubst, dann wart mal ab, bis du auf diese herumschlufenden Junkies triffst. Die Sekte nennt sie Angels, aber sie können dich zerreißen wie Papier, wenn sie wollen. Hallo Angel. Wow!
erinnere mich dran, dich nicht zu reizen. Ja. Ja, Monsieur, das, da werde ich dich auf jeden Fall dran erinnern, du kleiner Sack. Ah, es ist so cool, ein riesige freie Ding. Was ist denn jetzt hier mit dem los? Ich habe mal zum Trailerpark fahren sehen, kurz bevor die Sekte angerollt kam. Wie ich den kenne, sucht er nach Ärger. Ich hoffe, er reitet da nicht alleine ein. Oh Gott. Du los. Das ist die Sirene. Du findest, wonach du suchst. Sirenchen. Die stinkt. Okay, das war so eine Halluzination. Wir sind scheinbar jetzt auch schon ein bisschen vollgepimmelt. Mit, Bleib ganz ruhig. Oh. Oh, Alter! Ich rücke vor! Was für ein Riesenvieh! Dem Vieh ist das scheißegal. Alter, der hat einfach diesen Mann umgebracht. Dude! Was steht denn da? Dude. Oh, wie er bockt. Was, ich suche mir eine bessere Windel? Irgendwie hat mein Bogen nicht den nötigen Durchschlag. Was ist das? Da ist es doch. Komm mit, wir müssen das jagen. Warum verliere ich jetzt diese Fährte davon? Warum sehe ich das nicht? Da ist schon wieder jemand tot. Alter, was ist denn hier los? Ich bin unterwegs. Hey, was geht denn hier ab? Nee, nicht. Hat $1000 gerade eben. Alles klar. Was ist los? Okay, sorry, ich bin gerade komplett verpeilt. Ich wollte eigentlich zu den Skunks. Die sind direkt geradeaus. Nächstes Mal bin ich vorbereitet. War das jetzt der Andrew oder der andere, der gerade noch geschrien hat? Nächstes Mal bin ich vorbereitet. Das sind also Hillbillies hier. Ich rücke vor. Ah, jo. Das ist so cool. So, wo sind die Skunkies? Sind wir hier richtig? Ja, vor uns. Das ist ja das Skunk-Gebiet. Ich will eins jagen. Du hast mich. Nein. Faith ist eine Lügnerin. Sie verschlingt ihre Opfer. Flüstern sie sich. Unterwegs! Versteckt mich! Oh, krass, ey. Also wenn die irgendwann mal in einem ruhigen Moment auftaucht, dann erschrecke ich, aber das sage ich euch. Skunky Gunk? Wie, hier ist nirgendwo so ein Kackvieh. Okay. Wir nehmen unser Bike und fahren weiter. Unser Quad, meine ich. Das war heftig. Da ist doch irgendwas gelaufen. Skunk? Skunky Bunky? So. Rücke vor! Ist das ein Bösewicht da vorne? Gardisten voraus! Unterbleiben! Boah! Warte, wir fahren dahin. Ich hab keinen Bock, da jetzt schon wieder zurückzulaufen. Alter, was hört sich da so krass an? Komm. Da steigt er doch auf meinen Sitz. Seid ihr Bösewichte? Ja, gell? Ja. Schön geschossen! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Wir müssen schnell hier weg. Oha. Die lassen einfach irgendwelche Leute frei. So, Bitches. Wow. Oh Gott. Okay, warte, einer ist raus, unser Kollege ist irgendwie weggeflogen. Ach du Hilfe! Hilfe! Ich verblute hier! Hey, chill. Nehmen wir uns, was die Toten nicht mehr brauchen. Boah! Komm, wir nehmen das Auto von denen. Mit so einem kleinen Pimpf-Ding haben wir ja überhaupt no chance. Du fährst. Ja, ich weiß, ich weiß. Und die sind ultra flink mit den Teilen, ne? Krass. Also, warte mal. Stehen geblieben da. Also vielleicht wechsle ich doch jetzt erstmal auf eine dicke Wumme, oder? Ich weiß es nicht, weil es wirkt zumindest so, als könnte es echt richtig bedrohlich werden hier. Achso, Dude. Komm her. Radio, bitte aus. Komm. Was steckt hinten auf? Okay, los.
Wo wollen wir denn hin überhaupt? Wir haben gar kein richtiges Ziel. Wir können hier irgendwo hinreisen. Da ist ein Schrein. Da unten ist ein Versorgungsfahrzeug. Das nehmen wir uns jetzt einfach mal vor. Wir stoßen es einfach weg. Mit unserer Überkrasshaftigkeit. Schieß drauf, Alphalenta. Schieß. Na super. Wenn ich neben ihm stehe, kann ich nicht schießen. Ist da noch einer? Ist alle genutzt? Bui. Ja, ich habe halt alle genutzt. Ich will das Ding jetzt einfach nur klauen. Wieso nicht? Dann fahr mal los. Bye, bye. Ha! Tschüss. Okay. Oh oh. Unterwegs. Boah, ich bin so ein Meisterschütze, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, ich weiß. Vielleicht können wir was davon brauchen. Ich hätte immer eine gute Idee, Bruh. Was ist denn da drin? Ich muss meinem Schutzengel danken. Dudi, was ist denn da drin? Was ist denn das bitte schön jetzt? Oh mein Gott! Hört ihr das? Das klingt aber echt nicht gut. Können wir den mitnehmen? Der hat eine Anhängerkupplung. Ne, hat er nicht. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, komm. Ist das ein Honey Badger? Oh mein Gott. Das Beste, was man für einen Angel tun kann, ist ihn zu töten. Ja. Gott. Hat aber recht, Patrick. Komm, steig auf. Hey, nimmst du dir auch eins? Alter, jetzt. Komm! Steig auf, du Lurch. Jetzt will ich mal was Gescheites. Geschäft, da ist ein Geschäft! Also wirklich. Also wir müssen, glaube ich, erstmal alles erkunden. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal, wir machen eine. So. Wir machen jetzt eine fette Fahrt. Wenn ich jetzt nicht gegen die Wand fahren würde, gegen den Baum. Und erkunden mal ein bisschen was. Los geht's. Wir fahren hoch auf den Highway. Ich mach Autofahrhilfe an. Nee. Ich mach keinen Kenn-Color. Da könnten wir aber einiges. Mal ein kleines Rennen mit dem Knilch da. Der ist halt nicht schneller als wir, also. Wie? Hallo? Xander Flynn, ich komm um dich zu. Hört ihr den angezündet? Eure Tote? Man sollte natürlich schon treffen, ne? Oh Gott. Boah, er gibt dir voll. Alter, die ist ja richtig heavy drauf, die Alte. Die macht mich ja gleich um. Vielleicht sollten wir wirklich... Halt. Meins. Mach's gut, Peggy-Pisser! Okay. Vielleicht werde ich doch jetzt mal eine Runde wechseln. Auf so eine dickere Wumme, weil dann sind solche Begegnungen natürlich überhaupt kein Problem, ne? So, sagst du was zu mir? Ich kann gar nicht genug danken. Aha. Aber hör bitte zu. Meine Adelaide steckt in Schwierigkeiten und braucht Hilfe. Ich bin Xander Flynn und ich und meine Eddie wurden am Yachthafen von diesen Pseudo-Hipster-Sektenpsychos angegriffen. Nee. Im Angriff wurde ich herumgewirbelt und bin völlig orientierungslos. Keine Ahnung, wie ich hierher kam. Wahrscheinlich weggerannt. Ich bin ein Magier an der Tastatur und ich mache einen geilen Smoothie. Aber im Wald bin ich verloren. Du musst uns helfen. Wenn du Eddies Yachthafen befreist, wird sie dir garantiert bei deiner Sache helfen. Aber mach schnell! Was ein Dödel. Ja komm, machen wir einfach. Aber was haben wir denn hier? Geschäfte und Geld. In der Spielwelt stehen Geschäfte zur Verfügung, in denen du Waffen kaufen und anpassen, deine Munition nachfüllen, Beute verkaufen und vieles mehr tun kannst. Neue Waffen werden freigeschaltet, wenn du den Widerstand in einer Region stärkst. Verdiene Geld, indem du Nebenmissionen abschließt, Saves findest oder Tierhäute und Fische verkaufst. Okay. Ich dachte schon, ich wäre Wurmfutter. Man kann hier was... Echt das? Kaufe Landfahrzeuge oder passe sie an. Okay, das ist tatsächlich so wie... In diesem Arcade-Modus auch. Diese Dollar sind wohl genau eben diese Dollar. Das heißt, wir können uns entweder diese Dinger kaufen, das kostet halt echtes Geld. Oder man spielt so lange, bis man sich das Zeug freischalten kann. Das ist richtig geil. So muss es sein.
wenn man solche Sachen macht, die... Was Echtes zu essen. Sind wir das? Das sind wir. Die Aktion bei der Kirche war die Tat nur eines skrupellosen Beamten, der... Böswillig handelte. Oh Gott. Böswillig handelte. Dieser Beamte ignorierte direkte Befehle. Hallo, Kumpel. Und handelte eigenmächtig. Wir werden ihn finden und dementsprechend bestrafen. Bitte begreift, es besteht keine Gefahr für Edens Gate oder die Familie. Ich verstehe jetzt euer ruhmreiches Ziel. Wir alle folgen vor, der Pfad. Okay, alles klar. Hey. Oh, das ist ein stabiler Fernseher. Schi. Ich entschuldige mich bei den Mitgliedern von Edens Gate. Und ganz besonders beim Vater, Josef Sie. Was war das? Was war das? Früher dachte ich. Kann man hier dann direkt Arcade spielen oder was? Jo, kann, man kann dann vom Spiel in Arcade rein. Das ist natürlich. Aber das, Ja, Andrew ist schon gut, gell? Gut, das annehmen. Man kann Schnaps einfach mitnehmen. Ah. Das wiederholt sich ja die ganze. Sorry. Jetzt guckt mich schon nicht so an, als wenn ich das gewesen wäre, hallo? Also dann retten wir mal diese Truller, ich hab's ja markiert. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf Jobs gehen, sind das die Jobs? Nein, Jobs sind hier. Dann haben wir hier ja Hauptmissionen, von der wir schon einige haben. Aber wir wollen jetzt hier diese Sektenaußenposten machen. Ignorieren? Nee, auf keinen Fall ignorieren, wir wollen da ran. Jonathan Freaks, komm ran! Oder wie heißt er? Okay, mal dann. los! Passt schon. Schade, dass man hier nicht boosten kann. Aber naja, komm, ich schmeiß ein paar Dosen. Immerhin etwas, was ich machen kann. Dann fahr ich drüber. Okay, es wird einfach liegen. Ach du Scheiße! Bam! Oh fuck, lebt er noch? Er lebt noch! Nicht auf mich schießen, ich wollte die eben retten vor dem blöden Bär. Ihr bescheuerten Affen. Hundi, Achtung! Ich glaube, dass der Bär ein krasseres Problem ist wie dieser Krieger da hinten. Was ist das? Der rennt weg? Sehr gut. Hey, it's your boy Skinny Penis. Wie kann ich dir helfen? Dude. Hey. Weiß ich nicht. Ist das jetzt ein Bösewicht da hinten oder nicht? Hey, du. Oh. Distanz. Irgendjemand passt auf mich auf. Cool, wir können den einfach anfordern. Streicheln, ich will ihn streicheln. Ich will ihn streicheln. Oh, hi, Dagi. Ah, warum? Kann ich jetzt mit dir reden? Na also. Sei vorsichtig oben bei Mabel. Sie hat ihren Puma aus dem Käfig gelassen, um die Sekte fernzuhalten. Das ist echt eine schlechte Idee. Sonst tut sie doch weh. Oh nein. Sei vorsichtig oben bei Mabel. Sie hat ihren Puma aus dem Käfig gelassen, um die Sekte fernzuhalten. Diese verdammte Peaches fällt alles an. Ich will keinen Ärger. Okay, ja, ist gut, dass du keinen Ärger willst. Sehr schön, sehr schön. Soll ich jetzt... Nö, der hat ja nur einen Bogen. Der ist ultra, Andrew ist ultra am Reinreißen. Komm. Die Kultisten beten Tag und Nacht. Den Bluten, dann fahren wir los. Weiter geht's, die. Jetzt werden wir direkt da hinten hinfahren und ganz genüsslich die Chance abreißen hier. So ein dickes Auto wäre auch nicht schlecht. Warte mal kurz auf die Web gucken. Kann man einfach geradeaus... Nein, kann man nicht. Oh Gott. Oh, was ist da vorne schon wieder los? Ich kann von weit weg ja gar nicht unterscheiden, wer hier wer ist. Hier. Oh Gott, da hat ein Flammenwerfer, der eine. Alter, ist es gerade Andrew, der da auch rauchen und nach hinten aimt? Die holen wir uns. Andrew, wir müssen den mit dem Flammenwerfer überfahren. Bam! Oh, ans Leben klammern. Oh no, I think I'm dead. Gut. Oh, das Feuer breitet sich aus. Man kann es scheinbar auch übertreiben mit so einem kleinen Quad. Oh, was geht denn hier ab? Ist ja ein cooler Screen des Todes. Wenn du die Sprengstoffanzeige auf dem Bildschirm... Und schon ist es weg. Ah, wir sind wieder hier. Na komm, steig auf. Du fährst. Okay.
Ja. Frage ich mich, ob da wieder die gleiche Schose am Start ist da vorne. Bye bye. Oh ja, das ist wow, wow, wow. Oh, das war echt knapp, ne? Ein sehr greifbarer Treffer! Na, so machen wir das nämlich. Im Krieg. Gut mitgedacht. Ist es jetzt. Oh, Geld, 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 du. Dem, was die früher gab, es Familien im Moonflower Trailer Park, aber jetzt ist er verfallen. Okay. Da ist jetzt nur noch so ein Arschloch, das laute Musik spielt, rumballert und Sachen in Brand setzt. Klingt nach einem perfekten Rekruten für die Cougars. Ist, oh, okay. Zivilisten mit einem können angeheuert werden. Nach dem Anheuern treten sie einer Helferauswahl bei und werden automatisch deinem Team hinzugefügt. Mit dem Vorteil Führung kannst du einen zweiten Helfer in dein Team aufnehmen. Okay. Das sind direkt zwei Leute. Wo ist denn der andere jetzt hin? Da ist er. Der hat das Symbol gar nicht mehr beim Kopf. Echt krank, dass diese Angels mal Menschen waren. Das könnte uns auch passieren. Oh. Ich dachte, dass das Quad brennt. Wir nehmen am besten den Truck. So. Hoi. Ah, er ist dabei. Boah, krass, wer da hinten sitzt. Jetzt legen wir es aber um, Leute. Bam, badam, badam, badam. Schön aus rumfahren. Und diesmal nicht. Ich wiederhole nicht in den Flammenwerfer-Mensch fahren. Obwohl. Na gut, jetzt wo ich das hier sehe. Boah. Wir holen uns kurz den hier. Hey! Nice Deal. Ich bin gegen den Baum gefahren, alles cool. So. Was muss man denn mit. Was macht man denn mit sowas jetzt? Mit so einem Riesentruck. Oh oh. Bist du da, Bro? Rev, Rev? Weiß nicht, ob er da ist. Ich glaube nicht. Ne? Wir haben Vorteilspunkte erhalten. Ah, das heißt, wir können jetzt hier. Was ist das? Achso. Wir können jetzt. Hier. Drei Vorteilspunkte am Achgrund. Wie ein Fisch, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das brauchen. Was ist das hier? Fallschirm. Ihr schaltet den Gleitschirm frei. Setzt im freien Fall ein, indem du. Okay, nicht schlecht. Setze den Kletterhaken frei. Er schaltet den Kletter... Auch nicht übel. Trage mehr Fauste. Okay, das machen wir auf jeden Fall mal. So, und was ist das hier unten? Das, da ist gar nichts freigeschaltet. Ach, kann man das hier generell erwerben? Nee, das kostet so und so viel. Okay. Trage mehr Sprengstoff bei dir. Also diesen Kletterhaken würde ich auch gerne haben. Und den Fallschirm auch. So, sieht ziemlich aus, Lloyd. Ich hör, dass der... Ach du Kacke, was war das? Okay, ich fahre einfach weiter. Ich denke, dass der Kollege nachkommt. Ich hoffe, dass er nachkommt. Aber ich sehe es kommen, dass wir... Ah, er ist hinter uns, er sitzt im Auto. Alles klar. Ich denke, dass er mit dem Truck einfach einen dicken... Ah, das war so eine Angel, ich hätte mal killen können. Haben die uns die ganze Zeit? Dass wir mit dem LKW da schon einen ordentlichen Druck ausüben können, was jetzt Straßensperren und so weiter angeht. Die können wir einfach wegdrücken. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich fahre einfach erstmal weiter. Im Moment habe ich nur Augen für die Mission. Ich gehe davon aus, dass diese Jobs grundsätzlich immer wieder aufploppen. Ich will jetzt immer noch eine Mission machen. Fuck! Ist er gestorben? Oh, Andrew kommt angefahren. Und fährt uns einfach hinten rein. Was ist? Ah, wir haben ein Jagdgebiet gefunden. Das war zwischendurch auch, ich weiß, aber das habe ich nicht untersucht. Mist! Jetzt ist er uns einfach reingelaufen. Sterben die, wenn ich so. Naja, lieber nicht testen. Das explodieren wir wieder. Jetzt sind wir gleich da. Au! Oh. Wie trefft ihr mich denn? Hinter mir ist doch der Ding. Der Hänger. Sobald ein Sektenaußenposten befreit ist, hast du Zugriff auf neue Missionen und Geschäfte. Sektenaußenposten verfügen bis zu 3 Alarme. Wirst du entdeckt, bevor du sie entschärfen kannst, wird Verstärkung gerufen. Wenn du einen Sektenaußenposten unentdeckt befreist, erhältst du Geld als Belohnung.
Alles klar. Jetzt haben wir nicht unser Ding dabei, unseren Bogen. Ach, ich brech zusammen. Vielleicht können wir die von hier außen schon mal ein bisschen... Na, das ist echt kacke, oder? Wir haben unseren Bogen nicht dabei. Please, don't drive about me, please. Cooles Auto hat er da. Schauen wir einfach mal, dass wir das hinkriegen. Ist es die Trulla? Die Peggy, wo ich gesagt habe, aus unserem Ding-Menü. Könnte sie sein, nur irgendwie ein Jung. Wir können es natürlich auch einfach alle umlocken, klar, aber... Ach, ich hätte den Bogen nicht wegtraden sollen. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Können wir ihn bitte mal markieren? Ich will dich noch näher ran, hallo. Ich rücke vor. Oh Gott, ist das direkt so, ist das so eine starke Einheit? Ja, ich glaube schon. Früher waren die mit diesem Symbol die schweren Soldaten und die kannst du nicht einfach umlocken. Gott, was schreien die da rum? Wir gehen einfach rein. Shit. Kann ich da nicht rein? Komm schon, hier ist offen. Ja, jawohl. Da können wir rein. Öffne Safes mit Fernzündungssprengstoff. Erwirbt den Vorteil Schlösserknacken oder Schweißbrenner. Um Safes leiser. Okay. Das heißt, diese Safe holen wir uns erst später. Wow. So viel Kram. Cool. Und dann nochmal 18 Dollar. So viel Geld. Unglaublich. Da ist ein Schiffchen. Wenn ihr mich sehen könnt, darf ich euch bitte auch sehen? So, jetzt aber. Jetzt aber, komm schon. Oh. Okay. Vielleicht können wir die gleich umlocken. Ich rücke vor. Gott, das nervt mich gerade, dass ich den Bogen... Wo kommt er bitte schön her? Er kommt auf einmal von da oben gerannt. Ah, das ist wahrscheinlich der Radar, der Alarm. Wisst ihr, wenn ich jetzt einmal schieße, ist hier die Hölle los. Ach, können wir den Alarm auch sichten? Ja, können wir. Oh. Wir müssen erstmal kurz weg. Unterwegs, fick mich. Wir müssen kurz weg, bevor uns die Trulla gleich wieder beim Rundgang sieht. Wir kommen jetzt am besten von hier irgendwie und machen sie um. Dann haben wir sie schon mal weg. Wo ist denn der andere Alarm? So. Ich hoffe, die kriegen wir mit einem Mal um. Ich habe kurzzeitig vergessen, was ich drücken muss. F, okay. Shit. Wurfmesser. Leute. Hier Adelaide beim Yachthafen, Schätzchen. Die was? Peggy ist über... Achso, ja. 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 Wo ist der? Ah, da oben. Wow. Okay, jetzt weiß ich zumindest schon mal, wie weit das ungefähr fliegt, dieses Messerchen. Nicht allzu weit. Aber gut, es muss ja auch noch realistisch bleiben. Was haben wir hier? Lieber Mr. Herx Senior, das ist ein Entschuldigungsschreiben dafür, dass ich ihr Bagger-Ding gecrashed habe und mit ihrer Ex-Frau schlafe. Das mit dem Bagger tut mir leid, das andere nicht. Nichts für ungut. Sobald Eddie den neuen Yachthafen eröffnet, kriegt sie gratis Smoothies und alle Vitamine, die sie für den Rest ihres Lebens braucht. Freunde, denken Sie dran, zornig sein ist eine Entscheidung. Tschüssi, Xander. Alter. Ich glaube, wenn ich zu Xander zurückkomme, werde ich ihn erstmal umbringen. Das ist eine Leiche. Nee, das ist keine Leiche. Oh Gott, wir hatten die Leiche jetzt entdeckt. Der da. It's your boy. Oh. Nein, es geht nicht los. Was labern die? Es geht los, da ist eine Leiche. Er sucht aber schnell einen besseren Winkel. Oh Gott, die sind... Ja, die sind alarmiert, ne?
Ach, dumm. Ich denke, dass sie auch gleich den Alarm anmachen. Oder? Oder ist das erstmal egal? Wisst ihr was? Dann können wir jetzt kurz nach da unten gehen und den Alarm ausmachen, wenn die eh gerade alle da oben eine Vollversammlung machen. Oh shit, oh shit, wir sind genudelt. Hat er sich eben echt... Ist er eben wirklich vor den Gegner gelaufen? Exakt vor den Gegner? Oh mein Gott, das funktioniert. Wir können die Großen auch einfach ummachen. Geil! Okay, Leute, das wird noch was. Das wird noch was mit dem... Oh, jetzt fährt das Boot gerade dahin. Ey. Ja, wir bleiben einfach cool. Wir haben jetzt nämlich gleich den da unten. Oh Gott. Ich gehe kurz zu ihr. Ich gehe einfach kurz zu ihr hin. Bro, bitte zur Seite. Das Dumme ist, ich gucke direkt nach vorne. Und da, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das hast du nicht gesehen? Du blindes Stück, das gibt's doch gar nicht. Oh Gott. Er steht direkt da oben drauf. Weiter, Leute, weiter. Wo ist denn der jetzt hin? Ich würde ihn noch gerne entdecken, den Kerl. Ich hoffe einfach, dass der andere jetzt gerade nicht guckt. Er guckt. Nee, nee. Ich weiß nicht, wo der dritte Alarm ist. Aber ich sag bloß, ich habe alle. Habe ich echt alle erwischt? Rechtzeitig. Was ist mit dem vom Dach? War das der Raketenwerferkerl? Ist der vielleicht runtergekommen? Ach, shit. Ist möglich. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist das? Wo ist die andere Sirene? Die dritte. Oh Gott, die im Boot haben auch noch nichts gerafft. Ultra lucky. Ich weiß nicht. Ach, chill doch jetzt mal. Jawohl, eine Karte. Ich weiß immer nicht genau, was wir jetzt hier. Ah, ach so, jetzt haben wir diese Sachen hier. Ah. Diese kleinen. Dann fehlen mir hier auch noch welche, weil. Nee, die habe ich schon entdeckt, die hier. Und jetzt gibt es hier dann noch Places oder sowas. Okay. So, Wunschliste für den Yachthafen. Wenn du am Anfang keinen Erfolg hast, dann freue dich über die Steuerabschreibung. Kirkpatrick, 20 Suiten exklusiv, luxuriös, nicht zu viel für den See. Farbgestaltung, zart rosa, Millennials stehen drauf. Nicht zu viel, sondern nur Akzente, eine Mini-Yacht. 5 kleine Angelboote zum Vermieten, 5 Betreuer fürs Angeln, Wandern in der Hauptsaison anheuern, damit keine Yuppies auf unserem Grundstück sterben, tauchen. Gibt es da unten irgendwas Gutes? Wenn nicht, kann man was versenken, Meerjungfrauenknochen oder so ein Scheiß. Mini-Wellness-Bar-Massagen sind ein Muss. Waxing, Hautbehandlung, so Quatsch. Von wegen Tonmineralien. Laden für allerlei Ausrüstung und Souvenirs, inklusive eines diskreten Spielzeugladens für die Urlauber. Richtig das Sextoys. Nacktbade, Strandkosten für die Landschaftsgestaltung prüfen. Restaurant mit 2 oder mehr Sternen, nur regionale Produkte etc. Plus Avocado-Toast und Xans Smoothies. Die widerlichen Kack-Smoothies. Ja, ich bin's. Jetzt sperr mal schön die Lausche auf. Okay. Schlimm genug, dass dein kleiner Gigolo... Aha, das klingt gar nicht wie eine Drohung. Ich glaube, dem muss man auch mal eine Abreibung verpassen. Deckt mich. Unterwegs. Deckt mich. Wo ist das andere Ding? Ich will den noch ausschalten. Warte, wir können mit dem Grappling Hook hoch. Das will ich jetzt mal machen. Achtung. Shazam! Stein. Leute, wir sind ultra cool. Ey, die hätten wir so cool fisten können, ne? Eine Alarmanlage, die zweite Alarmanlage. Bin ich
Bin ich wirklich komplett blind? Sehe ich die dritte nicht? Ist die in mir drin? Kommt das beim Hintern raus? Ich weiß es nicht. Au. Ich kann mir maximal noch hier vorne vorstellen, aber hier ist ja gar nicht so ein... Nee, ich befreie jetzt die Trulla. Wir haben jetzt genug Alarmanlagen. Oder hieß es, dass sie zwei hat? Nee, drei, ne? Eigentlich drei. Sag bloß, da kommt einer gefahren. Hätte man da auch reingehen können? Nein. Ja, ich komme ja schon. Jetzt chill doch mal. Befreie die Insekten aus dem Posten. Also einfach alle killen jetzt, oder? Ich verstehe es nicht ganz. Hol ich mir halt noch die zwei Pisser da. Ha! Das war's schon. Okay. Kein Alarm! Yay! Die Maus-Sensitivity wird immer auf 800 gestellt, wenn man so ein Ding befreit. Das sind unsere Leute, ne? Die normalen Menschen, die zurückkommen. Mhm. Da ist sie ja. Die Patricia. Boom! Woo! Okay. Cool. Ich sehe dich suchen, aber... Du wirkst verloren. Auch ich suchte für viele Jahre. Stehen geblieben. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück Gammelkäse. Der Vater war der Erste. Was ist denn jetzt los? Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Herausforderung abgeschlossen. Schließe weitere Herausforderungen ab, um mehr Vorteilspunkte zu erhalten. Juhu. Minuten im Koop, okay. Die gesamten Gegner, die Boomer als dein Vierbeiner auf, auf Abruf erledigt hat. Boomer müssen wir uns holen. Davon haben wir auch, von dem haben wir vorhin auch schon gehört. Gut, diese ganzen Kills halt, bla 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 bla. Können wir jetzt schon was auf Vorteiliges wieder hier machen? Ja, wir haben wieder zwei. Also ich hoffe, man braucht nicht das, um dann das zu machen. Obwohl hier so, obwohl das hier angedeutet wird. Was kommt hier dann noch? König der Fischer, Schweißbrenner. Ja, dann skill ich's halt einfach, komm. Schaden kann's ja nicht. Ich denke, am Ende haben wir eh alles. Dass es eine Welt jenseits des Labyrinths gibt. Das labern alle. Eine Welt, die nichts raubt und nichts verschlingt. Es ist eine Welt, die gibt und die liebt. Die dich mit offenen Armen willkommen heißt. Aha. Ich suche nicht mehr. Ich bin hier, um sein Wort zu teilen. Komm, sieh die Welt jenseits des Labyrinths. Okay. Sind wir jetzt endlich durch? Okay, sehr gut. Leute, die Folge hat ja schon wieder Überlänge. Hier können wir dann scheinbar mit dem Helikopter fliegen und Helikoptermissionen machen, da Bootsmissionen oder Angelmissionen. Hier auch irgendwas ultra nice. Und wir haben nur dieses eine kleine Foot-Ding hier befreit. Und es gibt noch den ganzen Schotterhaufen hier. Das wird der Hammer, Leute. Das wird der Hammer. Ja. Ich habe jetzt nur gesehen, wie er auf die erste Ding reagiert hat, also auf dieses, auf das Intro. Und da hieß es eigentlich durch die Bank weg, cool, cool, cool. Ein paar haben auch direkt nach einem Let's Play oder Videoprojekt dazu gefragt. Mal gucken, ob wir das weiterführen so. Ich werde da nach wie vor noch ein bisschen drauf achten, wie euch das überhaupt so zusagt. Aber wenn jetzt ein Großteil sagt, ich will es eh selbst spielen, lass lieber, dann lasse ich es. Und wenn nicht, dann nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.